Kiora, was machst du denn eigentlich bei Kursschwankungen? Der Bitcoin-Preis war Weihnachten noch unter 20 oder kurz vor Weihnachten unter 20.000. Dann ist er hochgegangen auf 42.000 Dollar. Dann stürzt er ab auf 30.000, um danach wieder hochzugehen auf 40 und dann wieder auf 35. Und also eine wilde Achterbahnfahrt, würden Börsenprofis sagen. Krypto-Profis sehen das ein bisschen anders und sagen, es ist doch gar nichts passiert. Ganz entspannt, ganz normale Schwankungen. Dann verdoppelt sich der Kurs halt mal. Dann geht der halt mal um 25% nach unten. Das ist überhaupt gar kein Thema und das ist Alltag. Und darüber müssen wir auch mal sprechen. Wenn du tatsächlich in Bitcoin investierst, dann musst du dich damit abfinden, musst du dich damit beschäftigen, dass Bitcoin einfach sehr volatil ist, stark raufgeht, auch stark runtergeht, um dann anschließend wieder hochzukommen. Und der entscheidende Punkt ist einfach, nicht die Frage, woran liegt das? Die Frage, woran liegt das, ist ganz einfach. Angebot und Nachfrage. Und in so kleinen Märkten, also wir haben ja nur einen Bruchteil vom Goldmarkt, das habe ich ja schon mal erzählt. Wir haben nur noch einen viel kleineren Teil vom Aktienmarkt und einen völlig verschwindenden Anteil im Gegensatz zum Rentenmarkt. Also in so kleinen Märkten ist es relativ einfach, sagen wir mal relativ, ne? Also du schiebst jetzt ein paar Milliarden Dollar da rein und damit kannst du enorme Kursschwankungen halt provozieren. Würdest du halt im Rentenmarkt nicht schaffen. Und deswegen schwankt auch der Kurs viel mehr. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt, sondern der entscheidende Punkt ist für dich, wie gehst du damit um? Und da gibt es jetzt erstmal grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Einmal, ich gerate in Panik und denke, oh nein, mein ganzes Investment ist weg. Dann ist scheiße, dann musst du was ändern. Entweder hast du dich noch nicht ausreichend mit Kryptos beschäftigt, mit Bitcoin. Warum ist das so toll? Dann solltest du das schon nicht tun. Oder die zweite Möglichkeit ist einfach, du hast zu viel Kohle da drin. Wenn du mit deinem gesamten Vermögen da reingingest und dann macht das Ding natürlich einen Rücksetzer um 25%, dann kann das schon mal dramatisch sein. Vielleicht ist es für dich auch ertragbar, weil du sagst, ey, die 500 Euro, die ich habe, die schiebe ich komplett da rein. Und wenn es halt mal 25% runtergeht, dann ist es nicht so schlimm. Kann aber auch sein, dass du sagst, die 5 Millionen schiebe ich halt da rein. Ich bin ja langfristig davon überzeugt. Dann wirst du aber wieder in Punkt 1 auf einem anderen Level sein. Also, du musst dich damit beschäftigen, was ist Krypto, was ist Bitcoin, warum ist das so geil, warum willst du da investiert sein? Und zweitens, nur einen gewissen Anteil deines Vermögens wirklich da reinschieben, um dann halt auch ruhig schlafen zu können. Das ist total wichtig. Das Problem ist nämlich, wenn du sagst, boah, geil, jetzt hat sich das verdoppelt und ich habe so und so viel Euro Gewinn gemacht auf dem Blatt Papier und am nächsten Tag aufwachst und denkst, boah, 10% sind davon weg von meinem gesamten Vermögen irgendwie und dann wirst du unruhig und du dann verkaufst, dann ist scheiße. Langfristig gesehen wirst du gut fahren damit, wenn du irgendeinen Teil deines Vermögens in Bitcoin reinschiebst und der geht rauf und der geht runter und der geht rauf und der geht runter und du bist total entspannt damit mit diesen Schwankungen und dann wirst du am Ende auch echt Gewinne realisieren können in Euro, Dollar, Gold, was auch immer nachher übrig bleiben wird. Kann auch sein, dass du irgendwann mal auf die Idee kommst, weil du so tief in der Materie drin steckst und dann wirklich in Bitcoin rechnest und verstehst, ah, der Dollar ist gerade abgestürzt oder der Euro ist abgestürzt. Da sind wir noch nicht auf dem Niveau. Aber das kann sein, dass es in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 25 Jahren soweit ist. Ich weiß es nicht, aber es ist möglich, dass wir uns dann irgendwann am Bitcoin orientieren und alles dagegen rechnen. Der entscheidende Punkt ist aber für dich, wenn du bei diesen Schwankungen, die völlig normal sind, in jedem Bärmarkt, in jedem Bullenmarkt passieren genau diese Schwankungen von 20, 30, 40%. Das kann einfach mal sein. Und das sind keine Crashes, sondern das sind ganz normale Dips oder Rücksetzer im Kryptomarkt. Bei einer Aktie sieht das anders aus, aber bei Bitcoin ist das völlig normal und du musst das akzeptieren. Es gibt keinen Weg dran vorbei. Die Idee zu sagen, ah, das Ding ist jetzt von, wo war es im März bei 4.000, ich habe mal für 5.000, 6.000 was gekauft und jetzt ist es hochgegangen auf 20, es hat sich vervierfacht, dann steige ich doch besser mal aus und wenn es fällt, dann kaufe ich wieder ein. Die Idee haben natürlich auch viele, aber das klappt leider in der Realität eigentlich nie. Weil niemand weiß, wirklich niemand weiß, ob das Ding jetzt noch weiter hochgeht, ob das jetzt an seinem Top ist oder nicht. Du kannst in beide Richtungen immer in Teilen reingehen. Mach aus deinem Vermögen 10 Teile, die du im Krypto reinschieben willst, und jeden Monat machst du einen Teil rein, ein Zehntel davon. Und nachher, wenn du irgendwann sagst, oh, jetzt aber viel, dann nimmst du erstmal 10% raus oder 15% und gehst nicht komplett rein oder raus. Damit bist du auf der sicheren Seite. Und ich hoffe, du nimmst es wirklich zu Herzen. Erstens beschäftige dich mit Kryptos und zweitens Tee trinken oder.